Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Brothers. Wir sind hier gerade an einem Riesenfriedhof vorbeigekommen. Jetzt hat er momentan keine Probleme mehr, ne, mit dem Schwimmen. Also er wirkt nicht mehr ganz so ängstlich. Man sieht überall die Schatten von den Geiern. Und da sind sie auch, die Geier. Ja, ich weiß schon Bescheid. Räuberleiter. Oh. Ich weiß noch nicht, inwiefern das jetzt helfen. So kann es helfen. Gut. Aber die Welt ist doch jetzt mal richtig gut gemacht. Also, das muss man jetzt mal wirklich sagen, ne? Da kommen wir nicht weiter. Warte mal. So, und dann. Da! Oh. Aber wenn jetzt noch einer lebt, dann. Das scheint ja wirklich nicht alles lange her zu sein, ne? Das haben sie nie mitgekriegt. Ja, schön in dem Blut hier rumlaufen. Oh, da ist schon wieder so ein Höhleneingang und das ist... Was ist denn da los? Sieht aus wie eine Ritualstätte. Das ist sehr unheimlich. Glaubt ihnen doch nie einer, ey, wenn sie das erzählen. Das ist ja... meine Jüde, nee. Ja. Lecker. Sehr lecker. Jetzt können wir uns hier nochmal hinsetzen und uns den Friedhof nochmal in Ruhe angucken. Das sieht doch aus wie eine Ritualstätte. Ich bin ja nicht blöd, oder? Guckt euch das mal auch, dass die Feder wieder von unserem Freund... Die Riesen. Guckt euch das mal an. Die singen da und tanzen. Also ob die singen, weiß ich nicht. Ich sehe sie nur tanzen. Haben die denn gegeneinander Krieg geführt, die Riesen? Oder gegen die Menschen? Ich denke mal gegeneinander, oder? Macht ja sonst keinen Sinn. Ich weiß nicht, was da jetzt passieren soll. Was soll denn da jetzt... Und da kamen wir gerade. Vielleicht müssen wir jetzt hier hoch. Das machen sie auch automatisch. Ich dachte immer, ich muss dann drückt halten. Hochala. Ab da! Thank you.
Ja. Ach, wir müssen den Pfeil zurück. Ja, klar, Armbrust. Oh. Genau, so und dann. Naja, Lapa! Falila! Oh, Naye! Ja! Irgendwas mit, das musste doch nicht sein, oder? Und dann, ja, doch, wir hatten keine andere Wahl, ne? Denke ich mal. Das ist echt gut gemacht. Meine Güte, nee, ist das gut gemacht. Ach, Moment, muss ich erst mal jetzt zusammenfinden. So. Ja, die singen auch. Guck mal. Ist natürlich die Frage, sind das auch Riesen oder sind das Menschen? Da kann man ja so schlecht ausmachen von hier oben. Könnten Riesen sein. Boah. Wir sind total blutüberströmt. Sind das jetzt Riesen oder Mensch? Das sind Riesen. Die haben den Krieg gewonnen und feiern jetzt, ja. Oh Gott. Das ist echt eklig jetzt. Hinterlassen Fußspuren, wie geil. Doch keine Riesen. Aber die Frau ist in Gefahr. Geht hier ab, ey. Afi, hier ist Sadi. Hier ist Sadi, ja? Da. Ich weiß auch nicht, was sie machen sollen jetzt. Die wissen bestimmt nicht, warum das da so blutet und so und denken bestimmt, dass das irgendwie so opfermäßig was bedeutet. Irgendwie so. Kann ich es mir nur vorstellen. Ich muss mal hier einmal hier rumdrehen. Okay, was soll ich, wie soll ich das denn machen? Oh ja, klar. Seht ihr das? Die beten irgendwie so blutende Männer an oder so rote Männer. Die denken bestimmt, dass das gar nicht von diesen Riesen ist, das Blut, sondern dass das von irgendeiner Gottheit ist oder sowas. Und die versuchen sie anzubeten, indem sie so ein Opfer auch darbringen. Und wir machen uns jetzt einfach ein bisschen rot und dann werden die uns heilig sein. Okay, ganz nah ran darf ich anscheinend auch nicht gehen. Aber das mit dem Blut ist schon mal eine sehr gute. Ach, wir sollen auf uns aufeinander stellen wahrscheinlich. Guck mal, pass auf. Da siehst du? Genau so. So. So.
Du schnell! Das war ja witzig. Oh, die sind schon wieder in so einer komischen Höhle drin, ey. Otter! Irgendwas, irgendein Otter. Ich denke mal, irgendein Boot oder so, ne? Weil da ist auch ein Paddel. Zwei Paddel. Mahameda! Araba! Ah. Ia dahi? Okay. Mabi hier. Alle wissen immer, wo es lang geht, ne? Ach, da! Da! Ach, eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön. Tralali, tralalo. Hallo? Was ist hier gerade los? Ah, so. Ich müsste erstmal rauskriegen, wie die Steuerung. Hallo? Mein Gott, ey, die Steuerung ist gerade echt für den Arsch. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los ist hier. Habe ich das Boot fahren gleich vorbei. Das schwimmt doch, wollte ich gerade sagen. Das nenne ich mal ein Orca. Oh mein Gott. Schwimmt uns volle Kanne hinterher, ey. Killerwale. Mädchen ist ganz schön dünn angezogen. Oh nein, da sind schon wieder welche. Nein! Die spielen nur. Die wollen nur spielen. Nein, nein! Nein! Oh nein! Lassen Sie uns aber gar nicht hier durch. Oh.
Die spielen ja auch sehr gerne mit ihrem Essen. Araba! Ja, ich versuche es, Mädchen. Ich versuche das Boot zu drehen. Das ist gar nicht so einfach. Oh. Irgendwas funktioniert hier mit der Steuerung nicht, oder ich bin zu dämlich. Ich weiß auch nicht. Bin ich froh, dass ich das weg habe jetzt. Oh mein Gott, meine Finger. Ach, das kann sie. Mhm. Also, sie kann nicht rudern. Ein bisschen dünn angezogen, kann nicht rudern hier. Meine Güte, nee. Okay. Ach, die arme Schildkröte, der müssen wir helfen. Oh, große Schildkröte. Ach, der müssen wir helfen. Nein, wir müssen dir helfen, hier. Jetzt haben wir hier noch eins. Müssen der doch ihre Kinder wiedergeben, ey. Geht doch nicht. Hey, Nai! Und die ist ein bisschen schwerer, glaube ich. Ja, die ist ein bisschen schwerer. Das macht man doch gerne. Ich hab's gerne gemacht. Also man kann sich wohl dafür entscheiden, den Tieren zu helfen oder den Tieren nicht zu helfen, glaube ich zumindest. Außer bei dem Greif. Aber jetzt hier mit den Schildkröten, glaube ich, konnte man sich das aussuchen. Oder wie mit dem Gehängten da. Achso.
Otay! Gaia? Ich muss erstmal. Na, Moment, der. So. Wir mal so ein bisschen gucken. Oh, hier sind schon welche dabei eingefroren. Ja. Aber das ist der. Eben mal kurz hier. Ja. Schön. Mein Gott. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Säge. Buna. Gaia. Wollte die sich jetzt hier vordrängeln? Habt ihr das gesehen? Gibt's ja nicht, ey. Du Luda, du. Das ist schlimm. Boah, dieses Tröten, ne? Oh. Otay. Ganz viele Leute. Gaia. Was sollen wir tun? Ich verstehe dich nicht, Kind. Keine Ahnung. Irgendwas hier oben. Ach, die Trolle. Oh, zusammen mit den Menschen. Mhm. Ja. Warte, so. Die armen Leute. Otter. Das willst du wirklich tun, Mädel? Und nun? Sag mir nicht, dass das ein Drache ist. Nee. Was? Warte mal. Ein Ungeheuer, das unsichtbar ist. Schnee und alles. Ist das ein Yeti? Also man sagt ja, dass ein Yeti unsichtbar sein soll. In seiner Umgebung. Wahrscheinlich, weil er weiß. Otay. Mit wem redet sie denn da? Was ist mit ihr? Ach. Oho. Da.
bist ja richtig gewandert hier. Meine Güte, ne. Achtung! Das ist definitiv ein Yeti. Gaia? Du machst das schon. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Jetzt hat der Yeti Bumse gemacht. Oho. Was ist denn da? Oho. Oh nein. Oh, jetzt fühlt er sich bestimmt gleich so oh, im Stich gelassen oder so. Da schmusen wir. Och, wie süß. Oh, ich das Gefühl, dass sie sterben wird. Oh mein Gott, das Nordlicht. Oh, es ist ohne Scheiß. Ich war schon so oft in Schweden und in Norwegen, ne? Zu der Zeit so novembermäßig, Oktober. Das gibt nichts Schönes. Ich habe auf der Welt noch nichts Schöneres an Naturphänomenen gesehen als das Polarlicht, ne? Also es ist wirklich atemberaubend schön. Und ich muss jetzt gleich Schluss machen. Moment, ich lasse noch eben die Sequenz laufen. Naja! Tia Lila! Da hon! Da! Na, Tia Ma! Ila Naja! Ila! Na, Tama! Mabadi! Hier! Ist sie vielleicht gar kein Mensch? Wollten sie vielleicht deswegen opfern? Na gut, ich muss jetzt aber Schluss machen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal.